Martin Koch, der sich hier auf dieser Schanze auch sehr, sehr wohl fühlt, denn je länger in der Luft, desto besser. Ja, alles was mit Skifliegen zu tun hat. Halt den Martin. Halten aus, komm. Jawohl. Sehr schön. Sehr gut. Bravo Martin. Also mir taugt es, der Martin hat sehr viel auch gelernt, was den Aufsprung anbelangt. Der kann jetzt mit allen mithalten, weil weißt du, nur weit springen und einen schlampigen Telemark, das geht nicht. Und er hat jetzt einfach Lunte gerochen, um auf Stockerl aufzuspringen. Kriegt sogar einmal 19,5. Das kann er sich heute in sein Tagebuch einschreiben. 19,5 hat er noch nicht aufgekriegt. Vom Schweizer Punkterichter. Gratuliere, danke, Martin. Schweiz. Ich bin sehr stolz. 140 Meter weitester Sprung des Tages bis jetzt. Martin Koch, und er bringt Österreich damit in Führung.